gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt! Nicht fliegen! Großer Gott, was ist das? Ja! Oh Gott! Ja! Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Hey! Oh. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Freunde, die Auflösung. Eine Stunde. Achso, eine Stunde bis zum Morgen noch. Lang ist ja nicht mehr. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich... Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks! So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen! Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. So wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Okay, Freunde, so. Jetzt geht es also los hier mit einer weiteren Folge Until Dawn. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Also. Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass er sterbt. Ich schwör's. Das, was du willst. Nein! Nein! Warum tut ihr das?
Lasst mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Warum hast du uns nicht gerettet? Du bist tot! Wolltest du uns tot? Scheiß. Ja, vielleicht ein Bergmann. Oder ein Mitarbeiter aus dem Sanatorium. Da oben ist so viel Scheiße abgelaufen, das wäre echt keine Überraschung. Was denn für Scheiße? Jemand hat die Wendigos eingefangen. Hat sie hübsch mit Fesseln verschnürt. Habe ich krankes Zeug entdeckt. Wow. Durch die Explosion muss ich sie befreit haben. Sauber gemacht. Hallo Totem, hallo Totem. Brennendes Haus, Glückstotem. Schauen wir noch mal hier. Na gut, na gut, na gut. Ein brennendes Haus. Okay, okay, okay. Hier würde es wahrscheinlich runtergehen. Mike, ist das das, was ich denke? Shit. Sieht aus wie ein Grab. Beth. Können Wendigos eigentlich schwimmen? Was ist das? Eine Stahltür. Ich erinnere mich. Oh Mann. Nicht nur ein. Oh mein Gott. Nein! Wird schlecht.
wissenschaftliche Sammlung. Verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Oh, gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Ah ja. Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Josh, auf keinen Fall da hoch. Okay. Hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Welche ja. anderen? Ja, gut. Bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Welche anderen? Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. So fest hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Was haben wir denn da? Ein Totem. Ein Wendigo, ein Wendigo, ein Wendigo. Ah. So. Josh und Mike in der Mine. Da die kommen doch beide nicht raus. Vor allem ist denn nicht vorhin der Wendigo hinter uns hergelatscht. Die spielen doch mit uns. Yeah. Nein, nein. Nein. Schöne Korridor des Todes. Sterben. Hey, Wenni. Ich weiß. Also hier ist gerade definitiv der Wendigo mit uns durch die Gegend geschwommen. Oh, Freunde. Flupp, da hinten schwimmt er. Na geil. Ja. Tschüss, Mike. Nein, du bist nicht real. Bist du nicht? War es real, oder? Der Matt! Mensch, Junge, lang nicht gesehen. Du altes, wie sagt man, Matt-Gesicht. ne, das machen wir jetzt nicht. Wir schauen mal eben den Schmetterlingseffekt, der sich da aktualisiert hat. Rette dich selbst. Das betrifft, glaube ich, Matt. Matt lebt noch. Na klar, Matt lebt noch. Warte noch, wie lange?
Mike ist gestolpert, als er Jessica gefolgt ist. Mike kam zu spät, Jessica war tot. Matt war alleine in der Mine. Ja, jetzt? Sam hat eine wichtige Aufzeichnung nicht entdeckt. Josh erkannte Hannah zu spät und wurde getötet. Oh! Ja. So einfach geht es. Irgendwas haben wir nicht entdeckt und sofort kriegen wir den Kopf zermatscht. Und in der nächsten Folge sehen wir, wie Matt sich durch die... Irgendwas haben wir noch. Der Wendigo in der Mine hatte genau seine Schmetterlingstätowierung. Richtig. Ah. Oh. Ja, ist klar. Ja. Ja. Also alles die gleiche Scheiße, okay. Ja. So. Genau. In der nächsten Folge schlagen wir uns mit Matt mal ein bisschen durch die Mine und dann schauen wir mal, was da so passiert. Und Mike lebt noch und Sam, ne? Sam lebt ja noch, ne? M lebt auch noch, oder? Ash ist tot, Jess ist tot, Josh ist tot, Chris ist tot, definitiv. So, Sam, Mike, M und Matt. Ja, also das ist doch noch ein guter Schnitt, bis hierhin. In dem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Mal, ciao.